Der Amazonas-Delfin. Auto Seltsamkenzi. Die Filmaufnahmen hat der Auto Seltsamkenzi selbst am Amazonas gemacht. Der Amazonas-Delfin, in Jagafrensis, auch Boto genannt, ist ein in Südamerika verbreiteter Flussdelfin. Während früher der Orinoco-Delfin und der Madeira-Delfin gelegentlich als eigenständige Arten betrachtet wurden, gelten diese heute als Unterarten des Amazonas-Delfins. Der ebenfalls im Amazonas auftretende Sotalia ist dagegen ein Vertreter der eigentlichen Delfine. Amazonas-Delfine sind 2 bis 3 Meter lang. Ihre Farbe verändert sich mit dem Alter, Jungtiere sind silbergrau, ältere Amazonas-Delfine werden rosa. Der Kopf ist rundlich, die lange Schnauze deutlich von ihm abgesetzt. Die Augen sind winzig und verkümmert, sind aber noch funktionsfähig. Einmalig unter allen Flussdelfinen ist die Behaarung der Schnauze, die mit steifen Borsten besetzt ist. Er erreicht ein durchschnittliches Gewicht von 250 bis 300 Kilogramm. Seine Halswirbel sind nicht verwachsen, was ihn besonders beweglich macht. Auch ist sein Schultergelenk nicht in der für Wale und Delfine typischen Weise verwachsen. Eine Besonderheit des Amazonas-Delfins ist, dass sein Gebiss nicht aus homogenen Zähnen besteht, sondern im hinteren Bereich der Schnauze wesentlich breitere Zähne vorhanden sind. Diese ermöglichen das Zerkauen von großen Beutefischen und das Brechen von Panzern. Als einzelgängerisches Tier wird der Amazonas-Delfin nur selten gemeinsam mit Artgenossen gesehen. Er meidet die großen Ströme und hält sich bevorzugt in den sumpfigen, stehenden Nebenarmen auf. Hier braucht er seinen ohnehin verkümmerten Gesichtssinn nicht, sondern verlässt sich ganz auf Ichthyotum bei der Suche nach seiner Beute, die vorwiegend aus kleinen Fischen besteht. Amazonas-Delfine tauchen nur kurz und kommen etwa alle 30 Sekunden zum Luftholen an die Oberfläche. Sie sind weniger aktiv als ozeanische Delfine und vollführen so gut wie nie Sprünge. Es gibt 3 verschiedene Populationen, die alle in der Nordhälfte Südamerikas verbreitet sind. I. gigafrensis, im Amazonas und vielen seiner Nebenflüsse. I. boliviensis, im Rio Madeira, der zwar ein Nebenfluss des Amazonas ist, aber durch eine Serie von Stromschnellen und Wasserfällen von diesem getrennt. I. humboldtiana, auch als Tonina bezeichnet, im Orinoco und seinen Nebenflüssen. Unter den Flussdelfinen gilt der Amazonas-Delfin als am wenigsten bedrohte Artikel. Dennoch wird er von der IUCN als gefährdet geführt. Er verfängt sich gelegentlich in Fischernetzen oder gerät durch seine Neugier in Schiffspropeller. Regional wird er von Fischern getötet, die in ihm einen Konkurrenten beim Fischfang sehen. Auch durch Staudämme und Flussverschmutzung ist der Amazonas-Delfin potenziell gefährdet. Diese Delfinart trägt neben dem gebräuchlichen Namen Amazonas-Delfin noch eine Reihe weiterer Namen. Im Deutschen ist auch die Form Amazonas-Flussdelfin bekannt, die lediglich den Lebensraum beschreibt. Geläufiger sind die Formen Boto, Bofeo oder Tonina, die aus dem Amazonas-Gebiet stammen. Aus dem Englischen sind die Varianten Amazon River Dolphin, Pink River Dolphin, Pink Dolphin, Pink Freshwater Dolphin und Pink Porpoise bekannt. Andere Varianten sind Dolphin dell'Amazzone, Boto Corderosa und Boto Vermelho. Alle Namen stehen